Hallo und willkommen zurück zu Dead Age 2. Wir sind jetzt Tag 6 wieder morgens. Ja, und wir werden jetzt dieses Mal mit unseren zwei Neulingen loslaufen. Der Fernando ist mir beim ersten Durchlauf hier abgenippelt. Das sollte dieses Mal hoffentlich dann nicht passieren. Und die anderen lassen wir jetzt hier in der Basis mal arbeiten. Jetzt müssen wir mal gucken, zum einen, dass wir die retten. Und zum anderen müssen wir halt die Quest von ihr machen, was auch zeitkritisch ist. Begegnung. Auch wenn ich kaum Ahnung von Waffen habe, fällt mir etwas anderes ein, was ich noch im Kampf helfen könnte. Das wäre, ich habe uns einige Getränke ins Inventar gesteckt. Ja, ja, ja. Oh, okay. Dann machen wir Verteidigung und dann warten wir hier erstmal ab. Und die wartet direkt ab. Ach, und der kann... der hat auch keinen Techniker. Und keinen Jäger. Na gut. Wir verlieren ja dadurch nichts, quasi. Außer, dass wir halt jetzt noch niemanden töten konnten, aber... Gut. Der muss jetzt nach hinten gehen. Dann muss der eine Granate werfen. Molotow-Cocktail. Und dann muss ich mich hier mal wegmachen. Damit wir die hier die Fähigkeiten wiedersehen. Und dann gehen wir nach vorne und metzeln sie ab. So. Ach, der greift zurück an. Das ist aber nicht so schön. Naja, das ist nicht so gut. Was passiert denn jetzt, wenn er zurück angreift? Ah ja, okay. Dann werden wir den mal mit der Pistole bearbeiten, damit er hier halt nicht zurück angreift. Na super. So. Mhm. Da müsste die auch schon steigen, denke ich. Ah! Da habe ich zu schnell geklickt. Das war natürlich Quatsch. Okay, das war doof. Der hätte ich natürlich beide... Ne, beide nicht, aber die hätte ich auf jeden Fall umbringen können. Ja. So, sind alle bereit? Sie, claro, aber ich würde mir keine große Hoffnung machen, Schätzchen. Cordano, ich habe dir auf der Karte die Stelle markiert, wo das Flüchtlingslager steht. Hier sollten wir zuerst suchen. In Ordnung, das ist ein gutes Stück, aber gemeinsam werden wir das schon schaffen. Das ist die falsche Richtung. Ich glaube, das müssen wir auf einen anderen Tag vertagen. Weil das hier muss hier erledigt werden. Und das hier ist auch zeitkritisch. Ja, das müssen wir leider etwas verschieben. Morgen Abend haben wir noch. Ja, dann werden wir das verschieben. Werden hier das abgeben. Da mussten wir doch auch was rüberbringen, oder? Nebenjobs. Händler. Freedom City East. Ja, genau. Ja, wir gehen erstmal darüber. Mhm. Gehen wir erstmal. Na, gehen wir da runter und dann gehen wir eventuell da noch weiter rüber in die Stadt und geben das auch noch ab. Noch sind die beiden nicht gestiegen. Ne.
Wir haben ihn erlöst. Du wirst ihn nie wieder. Du wirst nun wieder besser schlafen können. Oder sich versteckt. Ach, ich denke, ich will besser nichts darüber hören. Ah, es tut so weh. Damit euch dieses Leid erspart bleibt, bitte ich euch immer Heilung bei mir an. Normalerweise kostet eine vollständige Heilung für eine Person 20 Dollar. Ich kann euch einen Rabatt geben. Ja, ja, ist trotzdem schweineteuer. So, Anführer. Da sollten wir, glaube ich, noch was übergeben. Da sollten wir nicht eigentlich was handeln. Was gibt es? Jetzt bin ich etwas irritiert. Verkaufe die Waren in der Basis Freedom City East. Da sind wir. Vielleicht hatten wir das schon mal mit einer anderen Quest und ist etwas ausgegraut. Ja. Mhm. Sehr gut, die Waren sind heil und ihr habt diesen Händler verkauft. Wir kümmern uns um den Rest. Mhm. Ja. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Mehr haben wir im Moment auch nicht. Ja. Waffenshop. Vielleicht könnte man ja helfen. Was das jetzt für einer? Das ist der Fernando. Irgendwie hatte ich den anders in Erinnerung. Aha. Das hat nicht so gut funktioniert. Da hat der Schlipsträger wieder seinen Freund gerufen. Okay. Passt. Ich sollte besser zielen. Okay. Schrotflinte. Haben wir nichts. Na. Na super. Na, sieht gut aus. Und weg mit dir. Sehr schön. Pudubum, pudubum. Okay, dann gucken wir hier mal. Die kriegen auch erstmal ihre Lebenspunkte. Mhm. Übernehmen. Und dann setzen wir hier noch Handwerk. Haben wir jetzt den anderen Typen schon weiter ausgebaut. Ich glaube, es macht keinen Sinn, zwei hochzusetzen. Die kann aber Biologie nehmen und die muss natürlich eine Waffe lernen. Und da würde ich sagen, nehmen wir die Pistole. Ja, auf 3. Und mehr brauchen wir dann auch nicht. Da haben wir natürlich auch nichts. Da können wir auch Techniker und Jäger nehmen. Das kostet sowieso nur einen Punkt. Haben wir die volle Flexibilität. Das sollte ich wahrscheinlich bei jedem machen. Und dann können wir halt hier in Biologie danach was reinstecken. Ja, übernehmen. Jetzt habe ich den anderen Typen vergessen. Rabatt verhandeln. Schafft es, ja. Handeln. Kostet euch noch 20 Dollar. Ja, mach mal. Mhm. Viel Spaß. Okay. Okay.
Wir haben noch 4,30 übrig. Da ist die Stadt. 4,30. Zwei dreißig, zwei, eins dreißig, eins. Ja, also das ginge schon. Dann können wir das auch direkt noch abgeben. Wenn wir uns direkt auf den Weg machen. Du findest eine bewusstlose Leiche. Eine Zivilistin. Vielleicht könnte man ihr helfen. Helfen. Ich danke euch für die Hilfe. Hat uns aber nichts gegeben. Doch, vier Pistolenmunition. Ein Polizist? Ja. Das ist halt. Aber jetzt habe ich der ja auch das gegeben, dass sie Granaten werfen können. Also das sollte jetzt passen. Und der kann eventuell gleich ein Geschütz aufstellen. Techniker. Rüstung durchbrochen. Schlägt bei allen Nahkampfangriffen zurück, das ist auch nicht so super. Oh, ah, man merkt aber, dass ich noch keine Rüstung habe. Großes Geschütz. Ich könnte die jetzt auch verprügeln. Mit drei Angriffen. Ich glaube, das ist sogar besser. Weil da nicht so viele hintereinander stehen. So. Dann gucken wir mal, dass wir den verprügeln. Der ist ja dann jetzt auch quasi weg. Autsch. Okay. War dann vielleicht doch nicht so gut. Na, und geblockt. Würden jetzt sowieso beide sterben. Machen wir erstmal die kaputt. Pistole. Ich muss mal gerade gucken. Die sollte natürlich dann auch noch eine Pistole in die Hand nehmen. Da haben wir aber gar keine mehr über. Müsste ich erstmal eine finden. Wäre schon hilfreich. Ein bisschen laut hier. Der Zombie da hinten sieht super aus. Vielen Dank für die Unterstützung. Das Gebiet Freedom City East sollte etwas sicherer sein. Und da haben wir wieder eine Stufe. Die wir auch direkt hier wieder verteilen können. Nochmal Lebenspunkte. Und übernehmen. So. Genau, von den Waffen her war sie jetzt ausgerüstet. Dann machen wir jetzt hier Biologie weiter. Die darf dann buddeln gehen. Und dann kommt der Fernando. Da hatten wir jetzt 10 Punkte. Und. Ja, Wachsamkeit kann ja sowieso immer nur einer machen. Das bei zwei zu erhöhen macht jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Sinn. Der braucht auch auf jeden Fall immer die beiden Sachen. Das behalte ich jetzt einfach mal so, das eilt ja nicht. Dann gehen wir mal darüber. Das sind jetzt nur in dieser Mission, wenn ich da auf irgendwas treffe, kann ich das halt noch nicht so hochprozentig benutzen. So wie hier. Ist ja sowieso schon der Beste. Okay.
Dann steigt der aber, glaube ich, auch nochmal jetzt. Hübscher Kerl, überleg dir gut, was du tust, Boss. Ihr seht einen Zivilisten, der von den Soldaten der Unabhängigen als Geisel genommen wurde. Ihr könnt versuchen, etwas zu unternehmen. Ihr wollt, was wollt ihr hier? Normalerweise übergeben wir Verbrecher dem Gouverneur, aber vielleicht machen wir ja für euch eine Ausnahme. Bestechen. Alles klar, wir kommen ins Geschäft. Du blickst in die Augen des jungen Mannes, der beschämt zu Boden schaut. Elanas Freund ist dankbar, dass er nicht ins Gefängnis musste. Er gibt euch noch eine kleine Belohnung. Mhm. Macht das erstmal nach, Amigos. Und damit haben wir den nächsten Aufstieg. Und erhöhen das hier nochmal. Und die anderen Punkte, die verteile ich im Lager, denke ich. So, das haben wir also auch erledigt. Jetzt müssten wir ja da wieder zurück und mit der reden, oder? Anscheinend nicht. Noch 3,30 übrig. Da hoch können wir nicht. Dafür brauchen wir den anderen Typen. Viel machen können wir jetzt nicht. Also sollten wir noch hier möglichst viele Events mitnehmen. Sicherer geworden. Ja, das ist aber so einer mit Rüstung. Da muss ich jetzt quasi abwarten. Dann werfen wir hier die Granate. Und Autsch. Okay. Ja. Überwachung, wenn er seine Position ändert, dann macht die jetzt einfach mal nichts. Gezittert. Mhm. Kuchen. Güterwagen. Mhm. Wieder so ein Polizist. Verteidigung. Abwarten. Molotow. Brennende Schlampe. Überwachung. Ah, wachsamer Instinkt. Das heißt, den kann ich jetzt auch nicht im Nahkampf angreifen. Dann fahren wir die großen Geschütze auf. Haha. Okay. Die hatten noch 199. Ja, das macht jetzt alles nicht so wahnsinnig viel Sinn. Die wartet einfach mal ab. Ach shit, den hätte ich zuerst machen müssen. Ja, rein, gehen wir nach vorne, kriegen wir halt einen Angriff ab. Aber dafür kann die den jetzt mit, kann sie alles kaputt schlagen, okay.
Mhm. Na, ganz gereicht hat's nicht. Der hat auch nicht mehr viel. Es ist Zeit zum Heilen. Und wir haben eine Hose gefunden. So. Ich meine, der Tag ist jetzt... Na, da ist noch ein bisschen. Dann machen wir das so. Wir können außerdem die Schrotflinten-Ammo mal wieder... Achso, das ist die Antiperson. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich nehme trotzdem, um einfach da ein bisschen Flexibilität zu haben. Mhm. So. Ja, da weiß ich ja schon, dass da nichts ist. Also eigentlich ist das jetzt hier alles ziemlich unsinnig. Wir könnten noch darüber. 1, 2, 3. So, Moment. 2, 30. 2. 1, 30. 1, 30. Es könnte gerade so passen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Wir müssten dann aber natürlich trotzdem mal nochmal nach unten für das andere. Trixies Freundin in Berg. Aber das war auch ein bisschen härter da unten. Das ist vielleicht gar nicht so blöd, das nicht direkt zu machen. Eine große Gruppe Zombies. Angreifen! Mhm. Verteidigung. Aha. So. Die... Das sind alles Nahkämpfer. Ah, ich dachte, das... Na, eigentlich hätte ich, wollte ich die Falle legen, aber das kommt anscheinend erst später. Okay. Wenn ein Mitstreiter attackiert. Die bauen sich da ganz gut auf. Großes Geschütz. Das war vielleicht gar nicht so klug. Moment. Ich glaube, den werde ich jetzt mal heilen. Sonst ist der nämlich gleich schon im Eimer, wenn die halt jetzt hier so sich aufgebauscht auf meinen Typen stürzen. Die kann jetzt hier gar nichts anderes machen. Ich glaube, das hier ist jetzt so ein bisschen kritisch. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir den wegbekommen. Dann kann nämlich nur noch der angreifen. Ja, das ist wie bei so einem Kartenspiel, wo sich die Karte immer weiter hochstackt. Das ist schon ein bisschen gefährlich. Ja, die kann jetzt dummerweise da hinten nichts machen. Na, dann werfen wir hier einen Molotow-Cocktail drauf. Mhm. Doof. Na, den kriegen wir aber tot. Okay. Da hätten wir jetzt die Schrotflinte. Moment, noch mal die. Streuender Schuss. Ja.
Hat da jemand Überwachung? Ja. Ist natürlich doof, wenn die keine Nahkampfwaffe hat. Ja, ich glaube, ich gehe nach vorne. Auch wenn die halt da jetzt, ja. Dafür kriegen wir den jetzt weg. Dafür haben wir einen neuen. Du bist auch weg. Wow. Okay. Die hält nicht mehr viel aus. Schrotflinte. Schlagwaffen. Der hat 94 Angriff jetzt. Die muss sich auf jeden Fall heilen, sonst ist sie im Eimer. Okay. Ja, das mit diesem Hochstacken war hier auf jeden Fall ziemlich gemein. Na, den können wir mit zur Not auch. Es ist jetzt eh egal. Da wird jetzt eh gemetzelt. Hatten wir. Ja, es passt noch. Aber nehmen wir da lieber noch was mit. Ja. Okay. Molotow-Cocktail können wir draufwerfen. Oder wir gehen nach vorne. Wir haben niemanden, der Überwachung macht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach vorne. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den Tod. Ist aber unwahrscheinlich. Ja, ist auch nicht mit Glück zu machen. Das geht einfach nicht. Dann greifen wir die da an. Was? Okay, hat sich selber Schaden gemacht. 100, um zu 50 zu heilen. Oh, 5. Das ist ja doof. Ja, da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Oder kriegt er das auch ab? Ah ja, dann ist es vollkommen egal, wo man das hinwirft, okay. Nee. Es ist okay. Geblockt. Den machen wir jetzt auch direkt noch kaputt. Der ist auch nicht mehr so gesund. Und die hat auch schon ordentlich ihren Angriff wieder verbessert. Kampfbereitschaft. Kaputt. Und wieder wer gestiegen.
Und wir haben schön Panzerung bekommen. Wunderbar. Das ist schon auf 10. Dann machen wir das hier. Und dann gehen wir da mal rein. Ja, Biologie wollte ich da steigern. Dann machen wir das weiter. Ich habe gesehen, der Fernando, der könnte ruhig noch was brauchen. Ein bisschen was kommt da noch. Polizeistation. Helfen. Mit der... ruft ihre Männer. Okay. Dann machen wir hier Verteidigung. Ja, das war schon gut, dass ich den nochmal geheilt habe. Abwarten. Rüstung hat hier niemand. Aber die machen, glaube ich, alle ganz ordentlich Schaden. Ja. Das ist schon nicht verkehrt. Der könnte auch noch einen Molotow auf die andere, auf die mittlere Reihe werfen. Großes Geschütz. Ah, den Schaden hier aber auch verteilt. Anfälligkeit, Fernkampf. Dieser Gegner bereitet einen mächtigen Fernkampfangriff vor. Einen mächtigen Stärkungsbuff vor. Okay, ist aber keiner, der sich nicht bewegen, der mich am Bewegen hindert. Ja. Der macht aber trotzdem nochmal Schaden. Was für den jetzt genauso gilt. Ich muss den Schaden irgendwie reduzieren. Kampfbereitschaft, Unterkampfschaden, erhöhte Trefferchance, okay. Na. Na, der stirbt natürlich nicht. Aha. Ah, die waren jetzt schon ein bisschen heftig. Und wieder ein Stufenaufstieg. Fernando. Okay. Zeit, um wieder zu heilen. Ich habe nicht besonders viel, was ich noch drauf werfen kann. Das ist schon. Dann machen wir hier Verteidigung ein bisschen höher. Und ja, die Punkte, die lasse ich erstmal.
Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist das verlassene Krankenhaus, welches Ethan beschrieb. Hier sollte das Somdex zu finden sein. Was ist, wenn wir die Gegend für uns behalten, Cordano? Ich habe Angst um uns. Wenn wir uns um unser Leben kämpfen, ist es für uns wichtiger. Vielleicht, ich werde darüber nachdenken. Oh, der ist aber auch nicht mehr so fit. So, dann machen wir hier nochmal Medizin und heilen, bevor da was Schlimmes passiert. Die haben keinen... Doch, die hat Überwachung. Dann warten wir da mal ab. Der ist weg. Und die mit Überwachung machen wir als nächstes. Alle auf die... Na super. Na, da kann ich jetzt auch nichts machen, außer einen Molotow-Cocktail werfen. Ja, komm, weg damit. Okay, habe ich jetzt mit mehr Schaden gerechnet? Okay. Wahnsinnige Heilung. Ja, einfach nach vorne und draufschlagen. Piu piu. Wunderbar. Da haben wir auch schon eins. Wir sollten hier, glaube ich, drei finden können. Da sind nochmal drei. Okay, das war's dann wohl. Und damit ist auch der Tag vorbei. Wir haben bemerkt, dass du bislang unsere Funkstation nicht genutzt hast. Ich hatte es damals Steven ausführlich erklärt, bevor er uns verraten hatte. Ja. Das Training wird sich hoffentlich... Ja. Okay. So, dann bereiten wir jetzt hier noch die Nacht vor, wo wir aber natürlich auch wieder losziehen werden. Wir haben auch immer noch genug von allem. Und da sind wir gestiegen. Dann machen wir mal gerade. Naja, Beteiligung ist da nicht verkehrt. Übernehmen. Ja, da ist jetzt sowieso nicht viel, was irgendwie sinnvoll wäre. Verkrüppelung. Das macht aber alles keinen Sinn. Nee. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Survival hoch. Damit der halt bei diesen Events dann mehr kann. Was anderes ist es halt nicht mehr gut. Und dann haben wir hier noch jetzt haufenweise Punkte. Ja, deren Mission müssen wir aber jetzt auch noch erledigen. Die stünde dann als nächstes an. Sarahs Freund, morgen Abend. Gemeinsam mit Sarah und Fernando nach Sarahs Freund.
Dann würde ich auch wieder mit denen losziehen. Problem ist halt, dass wir keine Pistole für die haben. Wir haben auf jeden Fall hier wieder Schrotflintenmunition. Die kann halt jetzt den Nahkämpferin dann spielen und nach vorne gehen. Und der steht dann weiter hinten. Naja. Und die beiden können dann wieder irgendwas bauen. Wir hatten da ja auch noch Missionen für. Der Ausrüster, Ausrüster. Ja, das ist der Ausrüster. Dann bauen wir den. Und das andere war der Jagdstand. Brauchen tun wir die nicht, aber dann bauen wir das auch. Ich meine, irgendwann müssen wir sie bauen. Wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, ziehen wir beim nächsten Mal mit diesen drei Gestalten wieder los und werden hier runter den Freund besuchen und dann genau können wir da auch wegen dieser Ärztin hin und den Arena-Kampf erledigen. Ja, das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen blöd, weil hier nicht mehr so wahnsinnig viel ist. Und wir mussten bei den Schmugglern, den habe ich natürlich jetzt hier ein bisschen meinen Ruf auch noch runtergeprügelt. Da mussten wir ja höher sein, um da irgendwas zu triggern. Ich weiß gar nicht, ob das dann da so geht, wenn man da halt an irgendeiner Stelle dann es vorbei ist. Also ich weiß nicht, weil einige Quests ja vorausgesetzt haben, dass man einen bestimmten Ruf hat. Aber die braucht man ja irgendwie alle, um weiterzukommen. Also bin mir nicht sicher, ob sich das irgendwie dann trotzdem ausgeht. Jedenfalls beim nächsten Mal werden wir da runter und mal schauen, dass wir das hier erledigen. Und ja, natürlich geht das jetzt alles schneller als beim ersten Mal, aber schneller auch nur in dem Sinne, dass wir besser in der Zeit liegen, aber nicht, dass das halt spielerisch, dass wir jetzt weniger Zeit fürs insgesamt brauchen, weil wir natürlich trotzdem noch die Tage voll ausnutzen und so weiter. Dahingehend ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Spielgeschwindigkeit gewonnen. Wir haben vier davon. Da ist aber keine Quest auf Zeit, glaube ich, gewesen. Streite Kämpfe in der Arena. Sympathisant bei den Schmugglern, ja, 60%. Erkaufe Ruf bei Kira. Vielleicht ist das der bessere Weg da, wo wir jetzt schon so schlecht dran sind. Ja. Geld haben wir. Da können wir wieder zurück. Der Unabhängigen den Brief von Denise. Trix ist Folge in einem Bergwerk. Die beiden sind dann erledigt. Wir bekommen hier auch sehr bald noch diese Quest, dass wir hier diese Zombie-Horden platt machen sollen. Das können wir eventuell damit kombinieren, dass wir nach oben müssen. Aber das soll es erstmal hier gewesen sein. Dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, gehen nach Südosten und ja, neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.